Ich bin die Katharina Keller von der Berufsberatung der Arbeitsagentur in Landau. Wir sind jetzt heute hier zuständig für Schüler, die gerne beraten werden wollen in Richtung, wie kann es schulisch weitergehen, wie kann es weitergehen mit Berufsausbildung, welche Möglichkeit gibt es für Schüler, die vielleicht jetzt noch keine Ausbildungsstelle gefunden haben, welche Fördermöglichkeiten gibt es durch uns, denn wir, die Berufsberatung der Arbeitsagentur, helfen auch Schülern, die vielleicht etwas schwächer sind, Ausbildungsstelle zu finden. Wir sind mit dem Stand hier, weil wir zur Handwerkskammer der Pfalz gehören. Das heißt, wir sind dafür zuständig, dass die Jugendlichen ausgebildet werden, vernünftig in allen Handwerksberufen. Und wir informieren und beraten hier zum Thema Ausbildung im Handwerk. Ja, mein Name ist Martin Görz, bin vom Autohaus Zotz hier in Landau. Wir sind ein Betrieb mit 130 Mitarbeitern. Wir sind permanent auf der Suche nach Auszubildenden im Bereich Kfz-Mechatronik, im Bereich Fahrzeuglackierung und natürlich auch im Bereich Automobilkaufleute. Wir bilden auch die Fachkraft für Lagerlogistik aus. Wir werden immer so ein bisschen minimiert auf den Bereich Kfz-Mechatronik. Wie Sie sehen, haben wir sehr viele Autohausberufe, die wir hier anbieten können. Und deshalb sind wir gerne heute hier, um dem Publikum da auch die Informationen zukommen zu lassen. Ich bin die Franzi, wir sind hier von der Schreinerinnung und wir vertreten die Schreiner, weil wir einfach auch der Jugend das Handwerk näher bringen wollen. Mein Name ist Andreas Wöschler, ich vertrete die Innung Südpfalz, speziell die Malerinnung. Und für mich ist wichtig, heute hier zu sein, um meinen Betrieb und vor allen Dingen aber auch um die Malerinnung und den Malerstand und insgesamt das Handwerk zu vertreten. Mein Name ist Armin Pister, ich bin der Geschäftsführer der Elektro-Pister GmbH. Ich bin der stellvertretende Obermeister der Elektro-Innung und wir repräsentieren hier quasi die Elektroniker. Also der Elektroniker als solches ist ein faszinierender Beruf, der, wenn man Technik begeistert ist, eigentlich, sag ich mal, sehr viel Spaß macht. Mein Name ist Ute Zahn. Ich bin hier für die Firma Löffelfenster am Stand. Wir vertreten die Glaserinnung, machen das auch schon seit den letzten 7 Jahren regelmäßig, gehen wir auf die Messen und wollen die Jugend begeistern für die Ausbildung als Glaser und Fensterbauer. Wobei unser Schwerpunkt ist der Fensterbau. Mein Name ist Lea Strack. Ich bin von der Firma Ufa in Landau und wir sind ein Sanitär- und Stahlgroßhandel. Und wir haben 5 verschiedene Ausbildungsberufe. Zum einen Fachkraft für Lagerlogistik, Fachlagerist, Kaufmann, Kauffrau im großen Außenhandel, Büromanagement und noch Fachinformatiker. Mein Name ist Isabel Blau, ich bin von der Kreishandwerkerschaft in Landau. Das ist unsere Handwerkermeile hier, wir haben 8 Handwerksbetriebe vor Ort. Wenn ihr Fragen habt zu Ausbildungsberufen im Handwerk, dürft ihr euch jederzeit gerne an uns wenden. Wir haben eine Geschäftsstelle in Landau und in Neustadt. Ich bin Günter Reinhardt, ich bin Berufsschullehrer an der Berufsschule Südliche Weinstraße mit dem Standort in Bad Bergzabern und dort bilde ich die Tischler im ersten Lehrjahr aus. Grundsätzlich erleben die Tischler in ihrer Ausbildung das erste Lehrjahr bei uns an der berufsbildenden Schule, egal ob sie den Berufsreifeabschluss haben oder Abitur. Also das erste Lehrjahr findet an der Berufsschule statt und anschließend haben wir das zweite und das dritte Lehrjahr in den entsprechenden Betrieben. Die Vermittlungsquote ist sehr gut, also alle, die bei uns eine Ausbildung anfangen und eine Tischlerausbildung fertig machen wollen, können das Ziel erreichen. Wir haben viele Betriebe, die ausbilden möchten. Tischler ist ein super kreativer Beruf, man kann handwerkliches Geschick, Kreativität und seine Ideen super in Verbindung mit dem Arbeiten an einem Naturwerkstoff Holz in Einklang bringen. Das ist echt ein Traum, was man aus Holz alles machen kann. Hier sehen wir ein paar Beispiele. Das ist auch ein Beruf mit Zukunft, deshalb, weil es ganz viele Arbeitsbereiche gibt, in denen die Tischler Anwendung finden. Bauberuf,
Möbelbau, Design, alles. Wir führen Auszubildende auch bis hin zur Fachschule für Design. Ist sehr umfangreiches, breitgestellter Ausbildungsbereich.